Frau Marx, meistens halte ich eine Menge von Ihnen, aber die Einzige, die dem Parlament in dem Ansehen geschadet hat, das sind Sie mit Ihren unsäglichen Vorträgen von hier vorne. Sie scheinen vom Steuerrecht nicht den blassesten Schimmer zu haben, oder? Nennen Sie mir mal eine Pauschale, die der Arbeitnehmer netto obendrauf vom Finanzamt vorgestreckt bekommt. Nennen Sie mir da eine Pauschale. Die Pauschalen, die Sie genannt haben, die darf der Arbeitnehmer, wenn er Glück hat, von seinem Brutto abziehen. Aber dass der netto vom Finanzamt obendrauf was bekommt, Frau Marx, da lagen Sie sowas von neben der Spur, das weiß ich nicht. Und was ich Ihnen auch nicht glaube, Frau Marx, ist, dass Sie monatlichen finanziellen Mehraufwand von 400 Euro, oder was Sie da gesagt hatten, haben, jeden Monat, weil Sie Ausschussvorsitzende sind. Im Juli waren Sie nicht im Urlaub? Ja, also weisen Sie es mir gerne mal nach, dass Sie im Monat mehr als 400 Euro finanziellen Mehraufwand haben. Und dann knie ich mich vor Sie nieder, wenn das stimmt, und bitte um Entschuldigung. Aber es wird Ihnen nicht gelingen, das nachzuweisen. So, dann wollte ich die Gelegenheit noch nutzen, auf den Herrn Korschewski, auf den habe ich ja noch nie erwidert, einzugehen. Herr Korschewski, zunächst mal wundert mich, ohne Kritik am Präsidium, das ist ja gerade, hat ja gerade gewechselt, üben zu wollen, dass Sie mich von hier vorne ungestraften Lügner nennen können. Finde ich respektabel. Wenn ich das machen würde, würde es wahrscheinlich Ordnungsrufe hageln. Ist egal, ich gehe mal darauf ein. Die Geschäftsordnung, Herr Korschewski, die Sie zitiert haben, die ist so richtig. Aber Sie haben natürlich ganz entscheidend vergessen zu sagen, was in der Wahlperiode vorher war, als die AfD hier nicht vertreten war. Wahrscheinlich waren Sie bei der Diskussion um die Geschäftsordnung mit dem Kollegen Harzer noch Ihren Wahlerfolg feiern. Aber ich verrate Ihnen mal, woran das lag. Es gab in der Wahlperiode vorher hier eine Abweichung von der Geschäftsordnung, wonach jedem der Altparteien ein Vizepräsidentenposten zugeschustert wurde. Und wir haben gesagt, wir machen das nicht mit. Und nachdem Ihnen das peinlich bewusst geworden ist, wie Sie da die Geschäftsordnung in Ihrem Sinne verändert haben, nämlich von den Zweien, Sie haben ja recht, auf die Vier, damit jeder sein Pöstchen abbekommt und auch Frau Rote Bein nicht mal mit Dienstwagen fahren kann, nachdem Sie gemerkt haben, dass wir den Finger in die Wunde gelegt haben, haben Sie auch darauf verzichten müssen. Genauso war es und nicht anders, verdrehen Sie da nichts. So. Und was die PGFs angeht, das ist ja unbenommen, wenn Sie Ihren PGF für so entbehrlich oder für so faul halten, Herr Korschewski, in den Ausschussverhandlungen einzubringen, dass auch die PGFs keine zusätzlich steuerfreie Pauschale mehr bekommen. Wir sehen das anders, nicht weil ich Angst vom Kollegen Möller habe, sondern weil ich Respekt vom Kollegen Möller habe und sehe, der hat wirklich tatsächlich finanzielle Mehraufwendungen als PGF. Das mag bei Ihrem PGF anders sein. Wir können nämlich differenzieren und hauen nicht mit der Keule auf alles gleich drauf. Deshalb ist die PGF in unserem Antrag auch nicht drin. So einfach ist das.